Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute an Vlogmas Tag 13. Ja, es ist schon später Abend. Ich bin leider heute noch nicht dazu gekommen, etwas zu filmen. Aber wir wollen ja noch das 13. Türchen aufmachen vom Adventskalender. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So, hier ist es, das 13. Türchen. Ich habe gestern schon mal ein bisschen vorgefühlt und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier eine Schere drin ist. Wenn das so sein sollte, dann bin ich auf jeden Fall ziemlich glücklich, weil meine Scheren im Moment alle stumpf sind und hatte mir eigentlich schon eine zu Weihnachten gewünscht. Den Wunsch kann ich dann widerrufen. Ich hoffe wirklich, es ist eine drin. Das wäre richtig klasse. Ich mache einfach mal auf. So, es gibt wieder ein Kärtchen. Deine Stoffschere. Eine ganz wundervolle Schere für all deine Stoffschätze. Diese Stoffschere schneidet ganz mühelos durch unterschiedlich dicke Lieblingsstoffe. Bitte achte darauf, mit deinen tollen Schere nur Stoffe und kein Papier zu schneiden, damit du auch ganz, ganz lange Freude daran hast. Dein Alles für Selbermacher-Team. Ja, also diese ist hier drin. Ich hatte recht. Dann guck mal. Tada! Vorsicht, scharf. Also das scheint auch wirklich wieder so eine Eigenproduktion nur für diesen Adventskalender zu sein. Ich kann gerne nochmal auf der Seite von Alles für Selbermacher schauen, aber ich glaube, die gibt es so online nicht zu kaufen. Ist auch ein bisschen schwer abzuschätzen, was für eine Größe die jetzt hat. Ich würde jetzt mal so meinen, so 12 bis 15 cm, eher 12 würde ich sagen. Wird auf jeden Fall gleich ausprobiert. Ja, meine Lieben, das war es heute schon von mir. Mehr wird heute nicht folgen. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, wenn es wieder mal einen kleineren Vlog gibt. Ich verspreche euch, am Wochenende wieder ein bisschen mehr zu filmen. Jetzt unter der Woche ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ja, ich denke, in den nächsten Tagen wird es nochmal wieder spannendere Sachen geben, die ich filmen kann. Ich freue mich auf jeden Fall bis morgen und bis dahin, meine Lieben.